Im Amplitudenmodulationsmodus wird die Stimulation mit Pausen abgewechselt. Die Dauer einer Pause beträgt immer eine Sekunde und die Stimulationszeit kann zwischen 1 und 5 Sekunden gewählt werden. Es gibt bestimmte Empfehlungen zur Verwendung verschiedener Signal- und Pausenkombinationen. 1:1. Diese Modulation ist für die Neurostimulation vorgesehen. Es wird für alle Elektrodentypen verwendet, hauptsächlich jedoch für die selbstklebenden Elektroden und leitfähige Handschuhe. 2:1 wird zur Oberflächenmyostimulation und zur Kosmetologie verwendet. Es kann mit allen Elektrodentypen verwendet werden, jedoch hauptsächlich mit den eingebauten Elektroden und leitenden Handschuhen. 3:1 ist der Universalmodus. Diese Kombination aus Signal und Pause ist für die meisten Patienten am bequemsten und kann in jeder Situation mit jedem Elektrodentyp verwendet werden. Aufgrund seiner Universalität ist dies die einzige Amplitudenmodulationskombination, die in Heimgeräten verwendet wird. 4:1 ist der Sportmodus, gut für Kraft- und Schnelligkeitstraining. Er wird mit selbstklebenden Elektroden oder leitenden Handschuhen verwendet. 5:1 ist auch ein Sportmodus, gut für Kraft- und Ausdauertraining. Er wird mit selbstklebenden Elektroden oder leitenden Handschuhen verwendet. Bee-Modus oder Bienenstich. Dieser Modus bezieht sich auf die Amplitudenmodulation, obwohl er sich von anderen unterscheidet. Nachdem die Elektrode auf die Haut aufgebracht wurde, stimuliert das Gerät kurzzeitig die maximale Energie und stoppt. Dies ist gut für die Konkurrenzanalgesie und kann nur über die eingebaute Elektrode angewendet werden. Es hilft, die Blockade des ZNS zu lösen und die schmerzhaften Empfindungen des Patienten zu lindern.